Legra, gra, gra. Pull up, pull up, pull up. Was geht, Jungs und Mädels? Willkommen back zu einem neuen, super nice Video. Das Foto des Tages ist das hier. Ja, keine Ahnung, Mann. Wieso oder was das jetzt hier ist. Ja, gönnt es euch einfach. Nice, oder? Entschuldigung, kann ich auch ins Fernsehen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh Mann, der Ehrenlose hat das gesamte Interview gefickt. Diese Frau wollte doch nur entspannt ein Interview geben. Und diese Frau wollte nur entspannt das Interview führen. Oh mein Gott! Ihre Haltung am Ende zeigt schon, wie genervt sie gerade ist von ihrem Job. Entschuldigung, kann ich auch ins Fernsehen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Nicht schon wieder. Es war der 10. Anlauf für dieses Interview und schon wieder kam irgendjemand rein und hat es gecrashed. Ich glaube, sie hat danach safe gekündigt. Der Bre trainiert für die Geburt. Ha, ha, ha. Ey, eigentlich macht man sich echt nicht lustig über die Leute, die vielleicht gerade erst anfangen im Gym. Aber das sieht einfach so goofy aus. Kann es sein, dass du eine Krabbe bist oder so? Was machst du da, Bro? Willst du ein Ei legen oder so? Außerdem, was passiert jetzt, wenn dir das Gewicht zu schwer wird? Wer hilft dir aus dieser Lage raus? Oh nein, oh nein. Was hast du vor? Was? Was wird das? Bro, hätte ich das damals gemacht, hätte mein Vater mir den Kopf abgeschlagen. Real talk. No cap. Was war überhaupt der Plan jetzt? Wer hat dich auf die Idee gebracht, den Apfel auf einen Baumstamm, der nochmal auf einem Baumstamm steht und der daneben einem Pool steht, mit einem Katana zu zerschneiden? Du bist der Idiot der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Einmal Applaus. Bitte einmal Applaus. Der Idiot der Woche. Nice. Herzlichen Glückwunsch. My sister loves her new job. Für alle Analphabeten, das heißt, meine Schwester liebt ihren neuen Beruf. Also wenn sie da gerade übt im Bus-Simulator, weil sie später mal Busfahrerin werden will, dann überlegt euch vielleicht zweimal, ob ihr nicht doch lieber zur Schule laufen wollt, wenn ihr sie am nächsten Morgen an der Bushaltestelle stehen seht. Junge, stellt euch einfach vor, ihr wollt nur in Ruhe zu eurer Schule fahren und die Busfahrerin macht das auf dem Schulweg. Ein weiterer Grund, dieses Ding hier jeden Tag zu benutzen. Wie ich montagmorgens zur Arbeit erscheine. Oha, okay. Wenn du wirklich so eine Energy mit auf die Arbeit bringst, dann solltest du befördert werden, wenn dein Chef das sieht. Wow, was ein engagierter junger Mann. Wie er das wohl erklärt. Ist gut jetzt, Baby. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, das zu erklären, ist auf diese Weise hier. Du hast keine andere Wahl. Oder du rennst einfach im Vollsprint raus und kommst nie wieder zurück zu diesem Laden. Und vielleicht landest du dann halt im Knast, aber ist auch eine coole Story so. Und Kollege, wegen was sitzt du hier im Knast? Ja, naja, ich habe halt einen Lattenrost im Ikea zerstört. Kannst du mir mal sagen, wie viel du für den Führerschein ausgegeben hast? 4.000 Euro. Ja, das ist die Theorieprüfung. Das hat mich komplett gefickt. Sechsmal durchgefallen, Theorieprüfung. Theorieprüfung, nicht mal praktisch. Und am Ende habe ich immer noch nicht bestanden. Ey, Mann, der Arme. Es gibt immer einen Führerschein. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. 4.000 Euro? Und nicht mal die Theorie? Hätte er irgendwie die Praxis verkackt oder so? Ja, kommt halt vor, ne? Aber die Theorie? Sechsmal? Bro! Bist du high dorthin gegangen oder was? Ich bin voll high, Digga. Und ich glaube, jetzt solltest du es auch wirklich lassen, weil erstens, wer verkackt die gottverdammte Theorie dreimal? Bro, du bist ein Geisteskranker, du darfst nicht auf die Straßen. Und zweitens, selbst wenn du die Theorie schaffst, dann wartet noch die Praxis vor dir. Und wahrscheinlich sieht deine praktische Prüfung genau so aus.
austicken. Ich könnte so austicken, Alter. POV, du chillst mit einem Android-User. Oh, wer ruft mich denn da an? Ich muss mal kurz mein Smartphone rausholen. Was denn für ein Ding? Das ist ein neues Foldable, aber die Technik kennt die Apple-Fanboys erst in 10 Jahren. Aha. Das neue Foldable, oh nein. Wirklich, es gibt nichts Sinnloseres als ein klappbares Touch-Handy. Brrrr. Aha. Was machst du da? Zack. Alter. Geiles Handy, welche Version ist das? Das neue Samsung S800? Alter. Gisela, was gibt es denn? Ach ja, super. Ja, schau ich mir direkt mal an. Alles klar, wir Google Meeten uns später, ne? Düsseldorf. So, die Gisela hat uns ein nur lustiges Bild auf. Ey, dieser Nachrichtenton ist Real Talk so ein Meme. Alle Freunde von mir, die auch ein Android haben, die... Spaß. Natürlich hat keiner meiner Freunde ein gottverdammtes Android. Denkt ihr, ich bin verrückt oder was? Ich bin doch nicht mit einem Android-Benutzer befreundet, also bitte. Lustiges Bild auf Facebook geschickt. Schauen wir mal. Das Leben ist wie ein Buch auf Chinesisch. Ich kann kein Chinesisch. War der unlustig. Darauf erstmal, lach Smiley-Emoji. Oh Gott, ich benutze diese Smileys auch immer in meinen Videos. Ach ja, wenn ich so viel Geld für ein Handy ausgeben würde wie du, dann würde mir auch das Lachen vergehen. Hä? Was hat das jetzt damit zu tun? Typischer Android-Nutzer. Oh Mann, oh Mann. Natürlich nur Spaß, Leute. Ist egal, was für ein Handy ihr habt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eher Team Apple oder Team Android seid. Der nächste Clip ist 1:1, wenn ich die Schuhe von meinem Crush finde. Oh Mann, gib mir doch nur eine Nase von deinen Schuhen ab, Baby. I know he looks like he wants to bite me, but I'm just saying that he's thirsty. Das war für euch und ich hoffe, ihr habt euch jetzt auch erschrocken, weil irgendjemand von euch hat mir diese Sch*** auf Insta geschickt, okay? Und da dachte ich mir, wenn ich mich schon erschrecke und ich bin wirklich hochgeflippt im Bett, ich bin gesprungen wie Mario, dann bekommt ihr das Gleiche jetzt auch von mir zurück. Oh mein Gott, guckt euch mal bitte an, was Heftiges in diesem Video passiert. Es kommt gleich, wartet noch kurz, ganz kurz. Gleich, 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 wirklich, wirklich gleich. Er macht gleich etwas sehr, sehr Krasses. Und wenn du jetzt gerade wirklich noch drauf wartest, dass was passiert, dann ja, bleib weiter dran, gleich passiert es. Es kommt jetzt, schau genau zu. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das hier am Ende gefallen hat, dann lasst dem Video einen Like da und abonniert den Kanal. Jeder, der abonniert, wirklich jeder Einzelne, bekommt von mir einen frisch gebackenen Cookie mit Liebe. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Ciao, ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.